Alte Mauern, modernes Leben. Ungewöhnliche Lebenskonzepte und Häuser mit Geschichte. Eben Wohnen mal anders. Ich kann das gerne unterstreichen, dass es ein Hobbithaus ist. Obwohl ich nun kein Hobbit bin, sonst würden mir Haare auf den Füßen wachsen. Und ich wäre ein paar Köpfe kleiner. Außerdem lebt Alfred Hohmann nicht etwa im fernen Auenland, sondern mitten in Kassel. Und doch ist es kaum zu erkennen, das Lehmhaus in der Ökosiedlung in Harleshausen. Ringsherum versteckt, verwunschen, mit Gras und Blumen überwachsen. Der Eingang fügt sich höhlenartig in die Umgebung. Ach, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Kommen Sie rein. Alfred Hohmann wohnt schon seit fast 30 Jahren hier. Hier befinden wir uns in der zentralen Diele dieses Hauses. Genau von hier aus gehen die Räume ab. Sie müssen sich das vorstellen, das sind alles Achtecke, die aneinander gereiht sind. Das ist sozusagen der zentrale Raum mit dem zentralen Oberlicht dort oben und der Galerie ringsherum. Genau diesen Raum nutzen wir manchmal zum Arbeiten. Wenn mein Sohn aus Köln da ist, dann spielt er diesen wunderbaren Yamaha-Flügel als Jazzpianist. Und manchmal veranstalten wir kleine Konzerte hier im Haus. Das letzte Mal hatten wir sogar ein Schlagzeug, ein Bass und dann das Piano. Das war ganz wunderbar. Ehemalige Kinderzimmer mit kleinen Schlafnischen, ein Bad mit Blick ins Grüne. Die 160 Quadratmeter des Hauses teilen sich in 6 gemütliche Wohnräume. Das Außergewöhnliche sind die Wände aus Lehm in jedem Raum. Mal in dicken Strängen, wie hier, mal in Kugeln, mal kunstvoll geschwungen. Der Hauptvorteil ist ja, dass der Lehm Feuchtigkeit speichert und wieder abgibt. Wenn ein Raum trocken ist, erzeugt er viel mehr Staub zum Beispiel. Ja? Und das ist viel weniger Staub in diesem Haus als in normalen Räumen. Ja? Also diese beiden Eigenschaften, Wärme und Feuchtigkeit zu speichern und wieder abzugeben. Und mit dieser sozusagen gesunden Raumluft hat dieses Haus eben was Besonderes. Ein weiteres verbindendes Element im Haus von Alfred Hohmann sind die Decken. Übereinander versetzte Vierecke aus Holz. Inspiriert von traditionellen Hütten des indogenen Volkes der Navajo, sogenannte Hogans. Das erste Viereck, das sind die Ahnen, von denen wir alle herstammen und sowas. Und dann kommen die Ur-Ur-Großeltern und die und so weiter. Und dann kuppelt sich das sozusagen durch dieses Verteilen der Balken versetzt auf den Vierecken. Die untypische Bauweise geht auf den Vorbesitzer und Erbauer dieses Hauses zurück. Zufällig waren er und Alfred Hohmann damals Nachbarn. Eines Tages kam er, wir tranken Kaffee bei uns und sagte, ich habe mir überlegt, ein neues Haus zu bauen und das alte zu verkaufen. Aber so ein Haus, das kann man ja auch nicht an jeden verkaufen. Und da habe ich mir überlegt, dass ich es an euch verkaufen würde, zu mir und meiner Frau. Ja, genau. Und weil er genau wusste, ich hatte mich sowieso verguckt in dieses Haus. Ja, jedes Mal, wenn ich ihn besuchte oder sowas, ja, dann gingen mir die Augen über. Ja. So. Und dann war es soweit. Ja. Und a dream came true. Ja. Ja. Nur knapp 50 Meter entfernt hat sich Hohmanns Nachbar, der Architekt und Künstler Gernot Minke, mit diesem Lehmkuppelhaus ein neues Zuhause gebaut. Auf seine Pionier-Ökosiedlung, die er schon Anfang der 80er mitentworfen und gebaut hat, ist er nach wie vor stolz. Das Neue war, dass im Bebauungsplan Gründächer vorgeschrieben waren. Das habe ich also erreicht bei der Stadt und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Und wir haben dann außerdem Mülltrennung eingeführt. Das war damals unüblich. Wir hatten eine Sondererlaubnis von der Stadt für 2 Jahre als Modellprojekt, das durchzuführen. Und danach hat die Stadt erkannt, dass das für sie auch lukrativ ist und wurde es allgemein eingeführt. Gernot Minkes Haus besteht aus großen und kleineren Lehmkuppeln. Für Helligkeit sorgen runde Oberlichter. Das gesamte Konzept ist in Zeiten von Klimaerwärmung und steigenden Energiekosten aktueller denn je. Wenn ich aus dem Wintergarten die Wärme reinkommen lasse, gerade in der Übergangszeit jetzt, auch im Frühjahr und Herbst,
dann kommt die Wärme rein und die speichert sich in den massiven Lehmwänden. Nicht? Das ist also ideal. Ich brauche sehr viel weniger Heizung dadurch. Und ich merke auch nicht, wenn mal ein paar Tage extrem kalt sind, dann bleibt es hier immer noch warm. Zurück bei Alfred Hohmann. Ob Wohnzimmer oder Küche, jeder Raum ist ein Wohlfühlraum. Der Wintergarten schafft eine Verbindung nach draußen zu einer ganz besonderen Oase, mit der sich der 75-Jährige noch mal einen großen Traum erfüllt hat. Hier in dem Garten so einen natürlichen Schwimmteich zu haben, der sich selbst reinigt durch die Pflanzen, die da drin sind und sowas. Und dann morgens aufzustehen und dann in den Schwimmteich zu gehen, das ist der reine Luxus. Das ist wirklich der Himmel auf Erden. Und das gönne ich mir jetzt mal, ja? Fast schon eins mit der Natur. Das Öko-Lehmhaus in Kassel.